Wir haben durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht im November mussten wir jetzt eine fast 20 Milliarden Lücke für den aktuellen Haushalt 2024 schließen. Das ist das, was da im Dezember stattgefunden hat mit all seinen Auswirkungen. Fürs nächste Haushaltsjahr 2025 wird diese Lücke größer. Genau. Wahrscheinlich 25 Milliarden und so weiter, wenn nicht auf der Einnahmeseite oder auf der Ausgabenseite irgendwas Grundsätzliches gemacht wird. Wenn jetzt also Herr Lindner kommt, ich nehme mal ihn beispielhaft, und sagt, Soli-Abschaffung für Unternehmen in Deutschland. Korrigieren Sie mich, ich glaube, da reden wir über 7,5 Milliarden in etwa, die das ausmachen würde. Und er macht keinen Gegenfinanzierungsvorschlag dazu, wo das herkommen soll. Dann heißt das nichts anderes als die eh schon 25 Milliarden große Lücke, die wir schließen müssen für den nächsten Haushalt 2025, wird einfach nochmal um 7,5 Milliarden größer. Da muss man jetzt kein Bundesfinanzminister sein, okay, um zu wissen, das wird nicht funktionieren.